So, weiter geht's. Im Schloss des Imperiums. Gut, und ich sehe auch schon wieder, ich kann wieder mal das tun. Oh, okay, die sind eine Umdrehung härter, die Gegner. Eine spätere Version davon, ich weiß gerade nicht, ich glaube, die spätere Version ist ein bisschen einfacher. Oder war es die, die schwerer war und hier war einfacher? Ich weiß es gerade nicht mehr. Oh, fuck. Arschloch. So, die können, glaube ich, Lebenswasser geben. Wovon wir auch eins quasi brauchen können. Zack. Oh, Bomber. Okay, den können wir auch gebrauchen. Eigentlich haben wir ja von allem so ein bisschen den Vorrat weggeballert. Aber ich glaube, sie können auch Lebenswasser geben. Zweimal Bonbon heißt zweimal 100 Energie. Das ist okay. Super, hier ist der richtige Weg. Wollen wir es kurz kontrollieren? Ich glaube, dieser hier müsste richtig sein, denn es gibt nochmal eine Treppe hoch. Okay, egal, nehmen wir erstmal den hier. Das war der richtige Weg quasi. Die Frage ist nur, ob wir bei dem anderen was bekommen hätten. Ich weiß gar nicht, früher hatte ich glaube ich mein Spiel. Früher hatte ich meinen Spieleberater für das Ding. Ah, den hat mir ein Kumpel vermacht, weil ich hatte selber diese Version hier und die hat. Quasi, wo ich war doch falsch, das ist mir aber recht. Besser als was ausgelassen zu haben. Ich hatte diese Version hier, die hatte aber eine normale Verpackung und keine, war nicht in so einem großen Teil und hatte auch keinen Spieleberater. Und dann habe ich die von einem Kumpel, die deutsche Version, die kam in so einem riesigen Pappkarton wie Metroid. Welches ich auch nicht in diesem Pappkarton hatte, weil ich davon auch die amerikanische Version hatte. Aber zum Beispiel Terranigma hatte ich so und Illusion of Time auch. Ja, in so einem Pappkarton kam das in so einem riesigen und mit einem Spieleberater, den hatte ich dann. Und da hat man natürlich, wenn man mehrere Wege als Option immer nachgeguckt, was passiert, in welchem Palast, was, wo gibt's was. All dies gedient. Danke. Jawohl. Und da geht die Waffen. Power hoch bei unserem guten Freund hier. So. Danke. Das war gar nicht gut. Wie gesagt, dieser Gegner, der kann ein wenig ungemütlicher sein. Die sind voll. Okay, dann kriegt sie jetzt einen Bonbon. Den es ja gerade so schön von den Rittern gegeben wurde. Dieser Knecht zieht viel ab. Und er kann
Gas. Das ist auch nicht schön. So. Dann gibt's einmal Cure Water und dann geht's hoch. Hier hin. Hier hatten wir noch nicht mal Gegner, die uns entgegenkommen. Doch, haben wir einen. Jetzt ist das Doofe, dass dieser Arsch schon da drüben Zauber machen kann. Und wir können ihn treffen. Das machen wir auch. Der wird kein Gas auf uns machen. Explosive Gas. Ach, scheiß drauf. Penner. Aber ich würde ihm gerne sagen, dass ich ihn hasse. So, gab's hier auf der anderen Seite auch noch mal was? Ich glaube schon. Nee. Ach, da konnte man auch nicht. Okay, dann haben wir nur die mittleren Weg. Oh Gott. Oh. Da weiß ich auch schon wieder nicht mehr. War es dieses Ding oder war es ein anderes Ding? Oh, komm schon. Du behinderter Ich dachte, man sieht den. Oh, fuck you. Ja, gut. Haut ihn tot. Lunatic, ne? Bestimmt. Gar nichts. Ist nicht empfindlich. Gut, wir nehmen dieses Buch nicht mit. Oh Gott, ey, das ist also alles ein bisschen gerade mühselig. Ah ja, er war ja nicht tot, siehst du? Ich hätte ihn vorträglich bestrafen können, einmal. So. Und wieder eine Abzweigung. Ihr dürft ruhig den Gegner attackieren. Okay. Ja, der Boomerang ist, das finde ich doch gut. Er kann zweimal treffen. Hier gerade. Sehr gut. Der Weg war auch der richtige. Oh, und schon wieder so einer. Okay, es ist ein halb gutes Level. Wären die nicht, gäbe es die nicht, dann wäre alles gut. Jawohl, und reingelockt. Okay. Jawohl. Scheiße. Ah.
Und mal wieder. Oh, diesmal habe ich es aber nicht abgezogen gekriegt. Das ist ja nett. So. Und da haben wir das Levelende auch erreicht. Mit unserem lieben Imperator und den drei Freunden, die zu Tenethus gehören. Und der erste will jetzt gegen uns kämpfen. Und da wir schlaue Menschlein sind und mit dem Videoende das Level geschafft haben wollen, sage ich euch, dass wir hier diese Attacke benutzen müssen, da ist er empfindlich gegen. Ihr könnt ihn auch mit Waffen besiegen, habt ihr ja schon mal gemacht in der Wüste. Aber so geht's halt schnell. Unser Kumpel hier knüppelt sie da noch ordentlich mit rein. Ich denke mal, das sollte eine Walnuss sein und dann hat sie's. Oh, noch nicht mal. Habe ich ihn sonst verbraucht? Also er hat es nicht drauf gehabt, wie man sieht. Ich werde den ganzen Platz, den ganzen Ort hier niederbrennen. Ja, und wir denken jetzt, wir sind verloren, aber... Lord Trüffel rettet uns. Ich weiß bloß nicht mehr, wo wir hin müssen. Ach, der steht hier jetzt. Ja, und unser Flamey, der ist gewachsen wie Gras, wollte ich gerade sagen, hat den guten Trüffel hergebracht und dieser rettet uns jetzt. Und jetzt sollen wir ihn mit Flamey zurückbringen nach Montango. Bevor wir das, oder das machen wir noch. Ich muss erstmal gucken, wie man das hier wieder macht. Mein Tango war ja irgendwo in einem Gebirge. Nein, jetzt sind wir glaube ich beim Empire. Das ist die Insel des Eises. Oh, jetzt sind wir ein bisschen mal richtig sein. Irgendwo hier. Könnte es das sein? Nein. Scheiße. Komm wieder her, du Arschlochdrachen. Aber es kann nicht weit sein, eigentlich. Ah! Ja, wir haben natürlich eine Map, eine Weltkarte, auf der wir schauen können. Brauche ich alles, glaube ich, gar nicht sagen. So, der Penis ist jetzt weg. Wir werden uns noch schnell bei Watts die Waffen schmieden. Und dann muss ich mal überlegen, wo ich hin muss. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Und die Peitsche auch. Morgenstern kommt nach Kettenpeitsche. Haha, abgeguckt.
Gut, Leute, damit sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann.